Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2. Endlich mal wieder und guckt euch mein geiles Spaceship an. Und hier mein Charakter. Habe ich auch ein bisschen geändert. Guck mal, wie cool der jetzt aussieht. Mit dieser geilen Tarnung, die ich irgendwo mal gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich habe kostenlose Sachen im Eververse bekommen. Ist auch mal was Neues. Da muss man hier lang gehen. Dann. Nee, hier gab es welche, genau. Ein Held 3 Allianz Ausrüstungsaccessoires. Der Paketpreis für ist kostenlos. Okay, das sieht uns auch nicht. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr kostenlos. Kann man ja trotzdem mal hier gucken. Hier auch nichts. Oh, das ist gerade gespart, aber egal. Ich habe keinen Glanzstaub. Und Glanzstaub ist mir ein bisschen zu teuer. Also, wenn wir mal hier in den Shop gehen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, da seht ihr es. 10.000 für 10 Euro, 20.000 für 20 Euro. Und weißt du, wie viel du hier in den Season Pass brauchst? Brauchst jetzt 1.200. Also müsstest du 20 Euro insgesamt zahlen. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht um die Hüterspiele. Deswegen gehen wir jetzt auf den Turm und sehen uns gleich wieder. Ja, es hat gerade so ewig gedauert, damit ich auf den Turm komme. Der Turm echt verpackt ist. Hallo, Liebes. Was für eine schöne Überraschung. Eva, ganz ruhig. Okay, das ist hier die Hüterspiele. Und ja, reden wir mal mit Eva. Was geht ab? Ich habe schon Ideen. Klassenprimus. Oh, meine Maus. Willkommen bei den Hüterspielen. Begrüße dich, Eva, herzlich. Ein weiteres Mal werden alle Titanen, Warlocks und Jäger gegeneinander antreten, um sich zu beweisen. Ich habe zusammen mit Zavala hart daran gearbeitet, für dieses Jahr ein neues Punktemodell auszuarbeiten. Dein Licht beschützt uns alle, Hüter. Im Gegenzug kann ich dir wenigstens einen unvergesslichen Wettkampf bieten. Eva zeigt auf eine Auswahl schimmernder Klassengegenstände. Ikora selbst hat mir dabei geholfen, diese Gegenstände den letzten Schliff zu verleihen. Die Reife zu Zeichen der Umhänge der Gewinnerklasse werden etwa ganz besondere erhalten, das sie zu einem echten Hingucker macht, als hart verdiente Auszeichnung für die Sieger. Also hab mit dir und zeig den anderen Klassen, was du kannst, sagt sie mit gespieltem Ernst. Wenn du das Recht und auf Ruhm einhemmst, musst du es dir jetzt verdienen. Ja, ja, machen wir alles. Kriegen jetzt einen Warlock-Reif. Müssen wir damit spielen. Und damit bekommen wir dann auch Punkte wahrscheinlich. Genau, das sieht es. Und hier gibt es nochmal so Anwärterkarten. Damit bekommen wir wahrscheinlich auch Punkte. Und das sollten wir auf jeden Fall machen. Nehme ich jetzt erstmal Fort-Playlist. Und hier sind ganz normale Beutezüge. Könnte ich mir auch machen. Nett! Und hier könnt ihr euch noch so kostenlos zwei, Geister holen. Aber die sehen jetzt nicht so prickelnd aus. Pass auf dich auf! Ja, ja, komm runter. So, haben wir eine Quest bekommen? Ja, tatsächlich. Gut, wir rüsten unser Rave auf. Ich kann noch nicht glauben, dass das mein Zuhause ist. Ja, komm mal runter. Und wir spielen. Das will ich spielen. Da kriegt man zwar schwerer, aber. Wo hab ich denn jetzt schon wieder den scheiß auf. Wir spielen ja mit Teammates. Wir probieren es einfach aus. Wenn es nicht klappt, schneide ich das einfach raus. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ach, wir spielen Schlachtfeld. Die Xeons sind bereits tief in das Netzwerk der Vex eingedrungen. Und es scheint, als hätten sie imperiale Verstärkung. Diesmal müsste es ja ein bisschen einfacher sein. Einholen, wenn du dich beeilst. Okay, halt mal kurz die Klappe, bitte. Holiday einen Tür-zu-Tür-Service anbietet. Ich hab dich in der Nähe des Einstiegs abgesetzt. Und ich habe Glück, dass sie Sinn für Humor hat. Das ist nach der Arbeit mit Saladin sehr erfrischend. Du hast die Messlatte nicht sonderlich hoch angesetzt. Aber ich nehme das Kompliment gern an. Gut, seid ihr jetzt fertig mit eurem Talk? Das müsste jetzt dreimal besser sein als das letzte. Was ja nicht so geil war. Aber sagt nicht, ich hab's geändert.
Oh. Scheiße. Wieso ist der eine schon tot? Das ist ja schon mehr Frechheit. Ich muss auch immer noch umgewöhnen, dass ich das Leiden geändert habe auf C, weil ich da besser rankomme. So. Na, jetzt müssen wir hier den Fortschrittsbalken auffüllen. Alles nur, um Hüterspiele zu spielen. Aber ich werde den Rest halt offline machen. Weil, ja, es ist jetzt ja jetzt nur Level, bis du die Waffen hast und wahrscheinlich noch die Rüstung. Was wir auch bei den Sondenwänden der Helden kennen. Und generell bei den ganzen Events levelst du eigentlich immer nur irgendeine Rüstung. Ist keine Story oder so. Also braucht ihr euch da keine Sorgen machen, falls ihr irgendwas verpasst. Das tut ihr nicht. Okay, wir müssen ja noch Partikel einsammeln. Speere gesammelt. Soll ich die denn hier abgeben oder was? Nee. Macht ihr ja automatisch. Ich will auch das haben. So. Wir werden nach dem Sonnenwende der Helden wahrscheinlich den Dungeon noch in der Schattenfeste machen. Und dann können wir eigentlich mit der neuen Erweiterung weitermachen. Also mit Jenseits des Lichts. Und weiter und so fort. Gut. Der Kolossus hier oben. Der Kolossus hier oben. Jage X-Tel, weitreichende. Unten, dann stößt du schon bald auf Gold. Unter deinen Füßen messen wir große Energiespitzen. Dort befindet sich höchstwahrscheinlich ihr Kommandant. Soll ich erstmal ein paar Bats töten hier? Nice. Ich liebe diesen Revolver hier. Ich bin so froh, dass ich den bekommen habe. Weil der war gar nicht mal so einfach zu kriegen. Ich bin der größte Honk der Welt. Ich meine, ich renne einfach in ihn rein. Ist auch sehr kreativ. Och nee, ist der irgendwie ein Anfänger oder warum spielt er so scheiße? Nein, er ist gut. Alles gut, wir sind nicht in COD. Okay, die können wir alle noch nicht angreifen. Wie müssen wir das hier machen? Au. Da. So, dann die Kugel muss wohin? Digga, chill, chill, chill. Ach, wir müssen die auf die werfen. Jawohl. Ah, und dann geht sie auch direkt kaputt. Das ist doch super. So, jetzt wieder ein paar Rex töten. Warum stirbt der eine eigentlich immer wieder? Ist er wirklich... Ich wollte mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe wieder so eine Kugel. Ey! Digga, was zum Teufel? Ich wollte das machen. Ja, super. Gut, so schwer bei den letzten. Dankeschön. Gut, jetzt machen wir die Kacke mal auf. Ey, ich will hier rein. Kannst du bitte die Tür öffnen? Ja, viel zu spät geöffnet. Jetzt, Witze? Hä? Wir müssen ganz woanders. Oh, wir müssen da rein. Wir müssen hier den Weg lang. Zeig dem großen Macker, was du auf dem Kasten hast. Du weißt, wie du ihre Aufmerksamkeit erregen kannst. Okay, der eine ist schon dort. Lauf mal bitte schneller. Ah! Hey. Arena-Kampf.
Okay. Na, wo bleibt er? Bitte bleib stehen. Och, ja, okay. Es hat trotzdem sehr viel Schaden gemacht. Ich krieg ein leichtes Déjà-vu, weil ich diesen Bosskampf schon etliche Male getötet habe. Aber trotzdem nice immer. Oh nein, nein, er war neben mir. Alter, er war neben mir. Oh. Jetzt ist er wieder verbunden, wa? Na, nachladen. Ah, ich habe gerade einen Triumph bekommen. Krawallkönig. Nicht schlecht. So. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gerade... ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil ich so lange nicht mehr Destiny gespielt habe und musste mich halt wieder an diese ganzen Sachen gewöhnen. Aber mach halt trotzdem super viel Spaß. Jawohl! Oh! Ich hab die Exo-Quest bei der Macht bei meinem Raketenwerfer. Im Moment sieht es so aus, als könnten wir die Psions getrost den Vex überlassen. Immerhin ist das hier ihr Gebiet. Und wenn sie scheitern? Oder schlimmer noch, was ist, wenn sie die Psions benutzen, um ihre Vorhersagemaschinen zu verbessern? Vor nicht allzu langer Zeit haben dir solche Möglichkeiten kalte Schauer über den Rücken gejagt. Ich weiß, ich weiß. Oh. Wir haben so viele Feinde und sie sind alle untereinander verfeindet. Würde es sie umbringen, uns hin und wieder die Mühe zu ersparen? Ach, wer weiß, wer weiß. Dingens hier. Also, es hängt drauf ab, wie man spielt. Also wenn man jetzt gut spielt, dann kommt man jetzt eine Goldmedaille. Wenn man ein bisschen gut spielt, dann eine Silber und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Beutezüge macht, diese besonderen, kriegt man eine Goldmedaille. Habt ihr ja gerade gesehen. Weiß nicht, gibt es hier im Menü die? Nee, Menü sind die nicht. Kann man die vielleicht hier sehen? Oh, ich dachte, die kann man im Reif sehen. Okay, leider nicht. Gut, dann reden wir jetzt mit Eva. Alright. Oh, jetzt sieht's aber richtig schön aus hier. So. Mal sehen, mal sehen. Wie ich sehe, hast du deinen ersten Medaillon verdient. Ruft Eva und klatscht vor Freude in die Hände. In die Hände. Das erste von vielen, da bin ich mir sicher. Mit deiner Fähigkeit wirst du bald gar nichts mehr wissen, wohin mit deinen vielen Medaillons. Zwinkert dir freundlich zu. Hier hast du etwas, worin du alle deine Trophäen aufbewahren kannst, sagt sie und übergibt dir einen Medaillonkasten. Damit hast du alle deine Beiträge zu deiner Klasse stets im Blick und kannst mit Stolz auf deine Erfolge zurückblicken. Ah, also so eine Statistik, danke. Und jetzt dürfen wir endlich mal den Eventpass hier mal begutachten. Hier bekommt man die Tarnung, also die Tarnung, die den Shader. Eine Waffe. Oh ja. Da gibt es sehr viel. 12 Tage habe ich nur noch Zeit. Reise. Und man bekommt natürlich den kompletten Titel, wenn man ja alles abgeschlossen hat. Und sehr empfehlenswert ist das hier zum Beispiel zu machen. Und wenn man jetzt hier vorne geht, kann man hier einen Punkt abgeben. Genau, und dann kriege ich zum Beispiel eine Waffe. Die hat Leichtgeschoss erleuchtet. Ja, geht so. Aber nehme ich mal mit. Es gibt noch so viel zu tun. Einen Kaffee gebrauchen. Einen Kaffee. Und was will Zavala von mir? Ach, weil ich glaube, sein Auftrag, der gemacht hat. Oder? Ja, genau. Klassenprimus. Ah ja, genau. Da gibt er mir jetzt auch noch eine Quest. Und jetzt soll ich mit noch jemandem sprechen und so. Aber das ist alles hier jetzt so eine Sache, die müssen wir jetzt nicht wissen. So, mal gucken, ob ich jetzt eigentlich den Dungeon spielen kann. Kann ich den Dungeon spielen, wenn ich jetzt hier auf den Mond gehe? Dann gehe ich hier oben.
Da, Grube der Ketzerlei. Könnte ich spielen. Werde dann mal wahrscheinlich auf Discord nochmal nach einer Hilfe suchen. Und dann werden wir wahrscheinlich dann als nächstes den Dungeon machen. Gut, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.